spektakuläre Formel-1-Action und das mitten in London. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel und Co. brannten am Mittwoch bei einer PS-Show reichlich Gummi in den Asphalt. Sichtlich zur Freude von den rund 100.000 Fans und den Fahrern. The more we can get the fans closer to the sport, it is always going to help the sport in the future and engage with more people and fans. So that is good, and you know, for me also it could be worse day than driving from one car in the central London. Gut möglich, dass das Brüllen der Boliden in Zukunft hier öfters zu hören sein wird. Ein Formel-1-Rennen im Herzen Londons nach dem drohenden Ausstieg von Silverstone durchaus denkbar. Für die Stadt, für die Fans und auch für die Fahrer. Fantastic event, you know, for the sport, for the fans and for us as well. To be close to the fans is a very unique experience. Am Wochenende drehen die Rennwagen dann aber wieder auf dem Formel-1-Parcours in Silverstone ihre Runden. Nach der unterhaltsamen PS-Show in London kämpfen Sebastian Vettel und seine Kontrahenten dann wieder um WM-Punkte.